dann begrüße ich Sie und wollte fragen, ob Sie sich kurz vorstellen können. Ja, mein Name ist Bert Bentsche. Ich bin Oberbürgermeister von Radebeul und das mittlerweile seit 2001. Nach all den Jahren als Oberbürgermeister in Radebeul, was genießen Sie in Radebeul am meisten? Na, Radebeul ist auf jeden Fall für mich eine richtig liebenswerte Stadt mit herrlicher Landschaft, herrlicher Gastronomie, herrlichen Häusern, herrlichem Elbtal. Und dann kommen Menschen dazu, die eine angenehme Art haben. Wir sind nicht so diejenigen, die auf dem sehr lautstark nach außen gehen, sondern wir sind so eher die Stillen. Aber wenn man dann miteinander ins Gespräch gekommen ist, ist das sehr, sehr menschlich und sehr angenehm. Es gibt ja eine Facebook-Gruppe, Radebeul, die schönste Stadt der Welt, heißt die. Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber glauben Sie, das könnte ein Jugendlicher über seine Stadt auch denken? Ach, bin ich aus dem Alter wahrscheinlich ein Stück raus. Aber ich denke schon, Radebeul ist eine grandiose Stadt. Man merkt das ja selber, wenn man von Freunden in anderen Bundesländern fährt oder wenn man vom Ausland wiederkommt, dann ist das einfach dieser Moment, wenn man über das Dresdner Tor Autobahn reinfährt und man sieht die Silhouette von Dresden. Wow, man ist wieder zu Hause. Das ist schon, ja, ein wunderschöner Fleck auf Erden. Hätten Sie gerne als Kind oder Jugendlicher in Radebeul gelebt? Ich habe nicht weit von hier gewohnt. Ich habe in Dresden-Niederseelitz, Dresden-Schaffwitz gewohnt. Hatte sozusagen mit der Elbe auch zu tun, sodass ich den Menschenschlag hier ganz gut kenne. Als Oberbürgermeister muss man ja alle Generationen seiner Stadt im Auge haben. Was soll sich denn für Jugendliche in den nächsten Jahren verändern? Oder was wollen Sie noch erreichen für die Jugend in Radebeul? Das größte Problem bei den Jugendlichen, was wir bei uns in der Stadt haben. Unsere Stadt ist sehr dicht bebaut, sehr eng an dieser Stelle. Und wir müssen ihnen einfach auch Plätze geben, wo sie einfach mal jung sein können. Auch mal lauter, ungezwungen, nicht alles unter Aufsicht an dieser Stelle. Und das ist in der Stadt nicht ganz einfach. Da gab es schon mehrfach so, sage ich mal, Vertreibungen, ob das nun aus dem Waldpark war, ob das von der Bikerbahn vom Mohrenhaus war und. Da haben wir jetzt ja hier unweit davon auf der Neuponstraße ein Domizil entwickelt. Das ist eigentlich dringend notwendig in der Stadt bei dem engen Platz. Und da müssen wir aber auch für Verständnis bei der gesetzteren Generation werben. Ja, da schließe ich glatt die Frage an. Gibt es denn Pläne für noch mehr Parks oder noch mehr Plätze für Jugendliche? Ja, noch mehr nicht. Wir müssen sie einfach, darum geht es gar nicht um noch mehr. Es geht einfach darum, ihnen die Möglichkeit zu geben, diese Parks auch zu nutzen. Sei es oben zum Beispiel den Waldpark, den ich mir vorstellen könnte, ob es bis zur Bebauung der ehemalige Sportplatz Köditzer Straße ist. Das sind, wären so wichtige Stellen, die man einfach freigibt und sagt, Mensch, hier könnt ihr einfach mal jung sein. Gibt es denn Ideen, wie man Jugendliche in die Stadtentwicklung mehr beteiligen kann? Na, sie sind ja weitgehend eingebunden. Sie sind bei allen Schulbaumaßnahmen, bei allen Kita-Maßnahmen, da sind es natürlich die ganz kleinen, vor allem bei den Schulbaumaßnahmen immer mit einbezogen. Die Frage ist, was man realisieren könnte, ob man nicht regelmäßig zum Beispiel halbjährlich im Weißen Haus ein Forum macht, wo man einfach miteinander ins Gespräch kommt und einfach mal abklopft, was habt ihr für Vorstellungen, worum geht's nicht, warum geht manches? Vielleicht auch eine ganz neue Gedanken, das wäre so ein Thema, weil ich denke, die Jugendlichen so in Standardprozesse, noch eine Sitzung und noch eine Sitzung und noch eine Sitzung, da haben die bestimmt keinen Bock drauf, sondern eher, dass wir das so sporadisch machen und da wäre so ein Halbjahresturnus im Weißen Haus ganz okay. Das klingt gut. Wenn man selber mal Oberbürgermeister sein wollte, was müsste man besonders gut können? Ja, man muss, denke ich, auf der einen Seite mit allen irgendwie können, dass man wirklich von alt bis jung, von männlich, weiblich, von großen Geldbeutel, kleinen Geldbeutel mit allen irgendwie kann, um den Konsens in der Stadt herzubringen. Man sollte das Lächeln nicht verlernt haben. Ja, und ein gesundes Maß Realismus hinsichtlich Geld sollte auch vorhanden sein. Kann man bei Ihnen eigentlich ein Praktikum machen? Bei uns bei der Stadt gibt es Praktikum. Wenn einer unbedingt das Thema hat, er will mal eine Woche mich begleiten, auch das ist möglich, dann muss er einfach sich mal melden. Können sich die Jugendlichen in 10 oder 20 Jahren eigentlich noch Wohneigentum mit normalen Mitteln in Radebeul leisten?
Ja, ich denke, das ist ein deutschlandweites Problem. Wir haben zurzeit explodierende Baupreise. Man redet ja so, Inflation gibt es nicht. Im Baubereich gibt es die allein in den letzten 2 Jahren 7,5% Baupreissteigerung, Grundstückspreise steigen. Aber das wird sich zumindest hier bei uns in den Jungbundesländern durch die demografische Entwicklung mit deutlich sinkenden Bevölkerungszahlen ein Stück weit relativieren. Hoffentlich. Es kam der Vorschlag, mehr Kreisverkehre in Radebeul als Ampeln. Was ist Ihre Meinung dazu? Also ich bin ein großer Freund von Kreisverkehren. In vielen anderen Ländern funktioniert das wunderbar. Ob das nun im Französischen ist, ob das in der Schweiz ist, ob das eben, wenn man nach Ungarn runterfährt, vielfach funktionieren diese Kreisverkehre. Wir haben ja auch einen, jetzt kommt in Kürze ein zweiter, an der Meißner Straße. Ich halte sie für sehr sinnvoll, weil der Verkehr einfach fließt und nicht dieses zähe rote Ampel warten und dann alle stürzen los, sondern der Verkehr wird trotzdem abgebremst und es funktioniert. Das Voraussetzung ist allerdings in der Innenstadt, man braucht ein bisschen Platz. Deswegen geht es eher in den Bereichen, die nicht so dicht bebaut sind. Wie sieht denn die Zukunft für Party-Locations in Radebeul aus? Party-Locations ist ein altes Thema in Radebeul. Es gab immer die Zerma. Lang ist es her. Dann wollte die ja ein Veranstalter übernehmen, dort eine richtige Location draus machen. Das hat nie funktioniert. Die Friedensburg war auch so mal so eine Location, wurde dann genommen. Dann war es hier vorne der Wasserpark, wo man dann die 70s hatte. Es gab eine Weile im die Meierei im Lösnitzgrund und ein paar andere Orte. Das Weiße jetzt, Haus auch noch, aber. Ja, jetzt ist es das Weiße Haus an der Stelle, wo wir hoffen, dass wir das auch jetzt mit dem Ausbau noch ein bisschen mehr hinkriegen. Und da muss man sehen, ob man im Radebeuler Westen irgendwann mal so im Areal Fabrikstraße dann eher was findet. Man kann es in der Innenstadt halt nicht machen. Es geht nur irgendwo in Gewerbegebieten wegen den Tönen. Megatron war ja mal so ein ganz großes Thema, ist jetzt privat. Muss man sehen, wenn die Straße dort kommt, ob der Private wieder Interesse hat, auch mal jüngere Veranstaltungen zuzulassen. Jetzt ist es ja eher für das reifere Semester. Aber wie gesagt, jetzt müssen wir erstmal das Weiße Haus sichern. Und wenn wir das baulich rundum wieder ertüchtigt haben, dann gucken wir mal, wo das nächste gehen könnte. Und letzte Frage. Ihre Meinung und Haltung zum Antrag von Jugendlichen zur Umbenennung von der Mohrenstraße? Das sind immer mehrere Sachen. Zum einen sollte man sich hüten mit dem Thema, die Jugendlichen waren das. Es sind einzelne Jugendliche gewesen. Es gibt bestimmt auch viele andere, mit denen ich im Gespräch bin, die eine andere Auffassung haben. Ich denke, es ist ganz wichtig, gegen Rassismus vorzugehen oder überhaupt gegen Gewalt gegen Andersdenkende, dass man das einfach Toleranz und zulässt. Ob man meint allerdings mit einem Straßennamen, der aus dem 17. Jahrhundert gewachsen ist, auf dem Mohrenhaus, der auch weite Bezüge zu den Mauren hat, an dieser Stelle mit einer Umbenennung, was meint, verbessern zu können, das wage ich zu bezweifeln. Ich denke, viel besser ist es, wenn Jugendlichen darüber stolpern, über diesen Straßennamen, sich damit beschäftigen, dann ist viel mehr gewonnen an dieser Stelle. Wenn man guckt, zu DDR-Zeiten durfte der Bismarckturm nicht Bismarckturm heißen, weil man mit Bismarck nichts zu tun haben wollte, dann muss der Turm der Jugend heißen. Das Karl-May-Museum durfte nicht Karl-May-Museum heißen, sondern nur Indianer-Museum, weil man mit Karl-May nichts zu tun haben will. Man kann durch Streichung von Namen bessere Haltungen nicht erzeugen. Und das ist mir viel wichtiger, dann gegen Ausgrenzung von was auch immer anzugehen, aktiv anzugehen, als sich in solchen Symboldiskussionen zu verfahren. Dann war's das. Okay. Danke. Also, das war ein Interview mit dem OB, jetzt ohne Dialog. Wenn ihr mal Bock habt, den Oberbürgermeister einzuladen und zu sagen, okay, wir wollen ihn aber auch mit unseren Fragen löchern, noch weiter, dann machen wir das natürlich. Ansonsten waren das die Fragen, die von euch reinkamen in meiner Instagram-Umfrage. Und ich fand da tatsächlich ein paar interessante Fragen dabei. Jetzt mal neben dem Kreisverkehr fand ich so die, wie geht's Jugendlichen in Radebeul? Das beschäftigt uns ja in unserer Arbeit eigentlich die ganze Zeit. Und wir versuchen da ja auch immer was zu bewegen, dass man sich als Jugendlicher hier wohlfühlt und auch irgendwie Plätze hat. Jetzt wäre die Frage so an euch raus. Wie geht's euch eigentlich mit der Stadt hier? Fühlt ihr euch hier wohl? Ist es was, ist Radebeul so eure Heimatstadt? Oder sagt ihr so, oh nee, bloß weg hier, ich will gern studieren woanders und arbeiten woanders? Am Meer, in den Bergen oder
Der Peter, der liest das mal. Ich würde jetzt einfach mal dabei weiterreden. Also ich denke, Plätze kann es also aus meiner Sicht noch ein paar mehr geben, die jugendgerecht sind. Da kam vorhin im Chat, ich habe es schnell aufgelesen, der Satz, dass es eine Bikerstrecke wieder geben soll. Es gab ja mal die Zone B, beziehungsweise gibt es ja noch so in Abbrüchen, aber das ist ja leider nicht mehr so möglich in dem Wald aus unterschiedlichsten Gründen. Nichtsdestotrotz ist die Biker-Community in Radebeul schon relativ groß. Und da gibt es Ideen und da gibt es auch die Wünsche, dass es in der Nähe vom Stadtkind gibt es ein Waldstück, da hätten Jugendliche Bock, sich was zu bauen. Und da können wir nur hoffen, dass da irgendwie, dass wir was in Bewegung setzen. Also jeder, der daran Interesse hat, eine Bikerstrecke in Radebeul zu schaffen, ob es jetzt nur in einem kleinen Waldstück ist oder so wie in Coswig, die ja nur auch ganz schön abgeranzt mittlerweile ist, der sollte sich melden und dann müssen wir uns zusammentun und uns dafür einsetzen. Das sind ja immer die Fragen, was können wir tun? Wir können natürlich nur was tun, wenn die Jugendlichen schlechthin sagen, okay, das und das ist unsere, das hätten wir gerne, darüber würden wir reden, da würden wir euch unterstützen. Allerdings wissen wir nie, wie man die Voraussetzung dafür schafft. Und das ist natürlich dann letztendlich ist das, was wir leisten können. Ne? Weil das auch immer wieder so eine wichtige Frage ist, wie können Jugendliche sich beteiligen? Das war ja auch im Interview mit dem OB im Prinzip, kam das ja immer ganz deutlich raus. Ne? Beteiligung ist immer ein langer Prozess, an dem wollen sich Jugendliche in den seltensten Fällen so lange beteiligen, sondern wie kann man das für Jugendliche abkürzen und aber trotzdem den ganzen Prozess so steuern, dass es am Ende ein Ergebnis gibt. Ne? Und ich denke, da könnt ihr euch jederzeit immer ans Weiße Haus wenden, an die Anne, an Robert, an mich, wie auch immer, zu allen Problemen, die es da draußen gibt. Ne? Das können kleine sein, das können große sein. Ich denke, das ist das klingt einfach, jetzt fast wie Domian. Jetzt kommt ja, hier. So ist es ja auch. So soll es ja auch sein. Wir für euch, ihr für uns. Wir sind hier oben am Spitzhausturm. Ja. Am Spitzhaus und am Bismarckturm. Und da ist natürlich auch um die Zeit immer viel los. Schön was los. Die Frage ist, ob man die Musik auch unten hört. Das ist so das Nächste. Ne? Also so Plätze für Jugendliche, um sich zu treffen, um das, was Jugendliche halt oder junge Leute einfach gern machen. Findet ihr, da gibt es genug in Radebeul, weil die Elbwiesen und hier die Elbhänge, die Weinberge, kann man ja schon sagen, groß genug sind? Oder würdet ihr da euch mehr in der Stadt wünschen, was natürlich, wie der OB das schon gesagt hat, tatsächlich schwierig ist, weil ja gefühlt jede Lücke zugebaut wird. Was für Räume schweben euch in der Stadt vor? Und wenn ich das mal so sagen darf, ich finde, dass die Räume, die es jetzt in der Stadt gibt, also es gab zum Beispiel die Frage, könnte es nie mehr Parks geben? Gibt ja nun ein paar Parks, gibt ja auch den Apothekerpark, wo sich Jugendliche auch gern treffen, weil es halt auch ein Treffpunkt ist vor und nach der Schule. Jetzt habe ich gedacht, der Opa hört die Musik. Aber da wird ja jetzt mit hoher Wahrscheinlichkeit ein großer Spielplatz gebaut. Und das ist tatsächlich was, was auch irgendwie wichtig ist, aber wo ich denke, was wird für Jugendliche gebaut? Was kann eigentlich für Jugendliche gebaut werden? Wir haben es vorhin mit der Bikerstrecke. Ich denke, es wäre auch schön, wenn es irgendwie Parks oder Flächen gibt, die überdacht sind. Das ist auch ein häufiger Wunsch von Jugendlichen, um sich auch zu treffen. Die sind auch gern draußen, wenn es regnet oder schneit. Wie denkt ihr dazu? Ich hoffe, ihr hört die Musik auch ein bisschen. Und wenn wir das bei YouTube dann hochladen, hoffe ich, dass das YouTube nie beanstandet. Peter, ich übergebe dir mal. Ich lese jetzt mal ganz kurz. Ja, also öffentliche Plätze, wo können sich Jugendliche aufhalten? Das ist ja immer so ein Thema, schon ein jahrelanges Thema. Wir haben früher ja viele verschiedene Plätze in Radebeul bespielt, ob das der Augustus, Augustusweg, wie auch immer, dort der Sportplatz war, ob das in Lindenau der Sportplatz war. Wir hatten 1000 verschiedene Hütten, also wir hatten dezentrale Plätze und alles, wo wir wirklich im Prinzip Jugendarbeit nur peripher gemacht haben, weil wir natürlich auch ganz viel selbstverwaltete Jugendclubs hatten. Sowas gibt es in der heutigen Zeit überhaupt nicht mehr. Liegt zum Großteil daran, dass es die Plätze nie gibt. Liegt aber auch daran, dass es wenig Jugendliche gibt, die bereit sind, einfach für ihren eigenen Platz oder für einen Platz oder für eine Hütte generell Verantwortung zu übernehmen. Ja. Ich denke, dahingehend muss es natürlich auch wieder kommen, dass wenn jemand sagt, okay, wir wollen
dann müsst ihr natürlich auch bereit dazu sein, einfach in der einen oder anderen Hinsicht Verantwortung zu übernehmen für das, was er dann bekommt oder was er übernehmen wolltet. Und ich denke, es braucht auch mehr Kommunikation, ne? Wie das, was Benny hier reingeschrieben hat, dass an der Bahnhaltestelle, die jetzt einfach nur, du musst das Mikrofon ein bisschen drehen, so, abgesperrt wurde, weil dort halt häufig mal Müll war und Beschmierereien. Da denke ich, ist es eigentlich ein besserer Weg, wenn wir zusammen mit den Verantwortlichen von der Stadt im Gespräch sind, weil ich finde es halt kacke, wenn Plätze, nur weil da halt mal was nicht funktioniert, weil mehr Müll ist oder sich da regelmäßig viele treffen, dann einfach zugezäunt wird oder der Platz sozusagen dicht gemacht wird. Das kann es ja nur am Ende auch nicht sein. So, da denke ich, braucht es auch mehr Dialog, würde ich sagen. So, ich denke, da ist die Kamera, aber da ist ja eigentlich die Kamera. Also Dialog ist natürlich immer gut und das wird auch in unserer nächsten Sendung, hat Robert jetzt schon in die Wege geleitet, im Prinzip mit jugendpolitischen Sprechern wird es da zum Thema gemacht. Also da gucken wir mal, welche Partei ihren jugendpolitischen Sprecher ins Zeug schmeißt und was uns so im Prinzip ja letztendlich auch die Verantwortlichen für Lösungen aufzeigen, die dahin zielen, dass eben Jugendliche beteiligt werden und was auch die unterschiedlichen Parteien im Prinzip für Vorstellungen über Jugend haben. Also ich denke, das könnte auch für Radebeul nochmal ein spannendes Thema werden, um einfach mal zu erfahren, weil, wie das eigentlich von den politischen Gremien gesehen wird, weil über die läuft ja letztendlich am Ende das alles, was wir hier machen. Zum Teil über die Stadtverwaltung, aber viele sind ja dann am Ende auch Entscheidungen vom Stadtrat und da läuft es dann halt über Politik und Politik ist natürlich immer so, dass wer sich einsetzt, der kriegt und wer sich nie einsetzt, der wird in den meisten Fällen vergessen. Und das müssen wir natürlich versuchen zu vermeiden. Und deswegen machen wir auch den Quatsch hier einfach, um euch immer wieder zu sagen, hey, beteiligt euch an dem Quatsch. Ja, nehmt mit teil mit euren Fragen. Und ich hatte tatsächlich Kontakt auch mit Vertretern aus dem Stadtrat in Radebeul. Und das finde ich ist schon interessant, weil am Ende die auch die Finger da mal in die Wunde legen können und mal nachfragen können, okay, wie kann denn Stadtplanung aussehen? Und wie es der OB im Interview ja gesagt hat, es ist ja auch die Bereitschaft da tatsächlich, sich da mal zusammenzusetzen und Ideen gibt es ja immer. Und wir müssen einfach Lösungen finden, wie man auch die Ideen dann relativ zeitnah, auch wenn nicht immer alles so funktioniert, das wissen wir ja auch, aber wie man da auch schneller zu Ergebnissen kommen kann. Ich denke, das ist auch irgendwie wichtig. Ist zwar in der Demokratie schwierig, wenn viele mitreden können und viele da irgendwie Entscheidungen treffen wollen. Ja, Maria, ich habe es gelesen, die Musik macht mich schon ein bisschen fertig. aber wir sind es ja gewohnt. Du hörst das gar nicht, ne? Also das ist jetzt der Lohn des Alters. Ich bin jetzt so alt, dass ich da nicht mehr viel höre auf den beiden Ohren. Und von daher ist das für mich auch nicht das ganz große Problem, weil ich das wahrscheinlich viel leiser höre als Robert. Ja. Stellt sich die Frage, Jugendarbeit im Alter, ist das gut oder schlecht? Hatten wir das Thema nie eigentlich schon? Die Geräuschkulisse scheint sehr, sehr gut zu sein. Also auf jeden Fall scheint hier ein guter Platz für Jugendliche zu sein. Den kennen wir. Die Frage ist immer, oder was ich mich dann auch manchmal frage, warum müllen die Plätze so zu, wenn man die sich eigentlich erhalten will? Na, häufig liegt es daran, weil das so die Plätze im öffentlichen Raum man nie selber mitgestaltet hat. Oder ist es egal? Oder leben alle so zu Hause? Das ist immer so eine... Also das wird ja auch häufig von außen gebracht. So. Ich denke, dass die wenigsten was... Ich hoffe, dass die wenigsten was gegen Jugendliche haben. Und wenn nie, dann setzen wir uns dafür ein, weil ihr seid ja irgendwie die Zukunft. Und dennoch ist es ja auch immer ein Geben und Nehmen. Und da ist halt schon manchmal die Frage, warum müllen halt Plätze so schnell zu? Das ist ja nicht nur eine Jugendfrage, das ist auch eine Erwachsenenfrage, ne? Wenn man so die Elbwiesen lang geht, was man da manchmal so sieht, das finde ich halt auch irgendwie doof. Oder? Das werden wir nie lösen. Selbst wenn es 78.000 Plätze für Jugendliche gäbe, wird es dieses Problem nie lösen. Das ist einfach letztendlich ein Jugendproblem, was nur 10% der Jugendlichen betrifft, die der Meinung sind, unsere Umwelt vermüllen zu müssen. Wenn man aber im Umkehrschluss in den Wald geht und dort stehen Kühlschränke und riesige Säcke voll mit Müll, dann sind das mit 100%iger Sicherheit keine Jugendlichen gewesen. Also das ist natürlich dann die Kehrseite. Na, das betrifft uns alle. So, das Thema, denke ich, das Thema betrifft uns einfach alle. Also ich denke, zum Abschluss, was vielleicht eine wichtige Sache ist, dass wir euch nochmal auffordern, wenn ihr das hier seht und vielleicht im Nachhinein einfach nochmal der ein oder andere drüber guckt oder doch eine Idee hat, wo er sagt, okay, damit wende ich mich mal an,
an die Jugendarbeiter aus Radebeul, dann glaube ich, können wir da in vielerlei Hinsicht eine gute Basis schaffen, um eventuell auch Lösungen anbieten zu können. Robert? Ich denke auch. Also ich würde gerne noch sagen, also ein paar, die zugucken, die wissen das ja, dass jetzt auch am Weißen Haus die Skateranlage letztes Jahr richtig gut neu gemacht wurde mit schönen Belag und TÜV-tauglich und da haben sich auch echt viele Jugendlichen beteiligt, die dort was gemacht haben. Ich denke, das ist irgendwann mal so ein, auf jeden Fall so ein Prestigeobjekt. Und da hoffe ich mal, dass sowas, also jetzt mal neben der anderen Biker-Strecke, dass so Plätze irgendwie noch mal mehr entstehen können. Also ich finde zum Beispiel, dass in Radebeul ein geiler Fußballplatz fehlt. Ein richtig geiler. Also da kann man schon sagen, der Platz, der auf der Wilhelm-Eicher-Straße war, der war schon nicht schlecht. Da ist er jetzt nur noch so semi zu nutzen. Also eigentlich nur, wenn der Jugendclub offen hat. Wenn das der letzte Stand ist, das weiß ich nicht so richtig. Und ich finde, dazu gibt es noch keine Alternative. Na, es gibt auf dem Augustusplatz, ist da unten am Sachsenplatz. Sachsenplatz ist ein guter Platz. Und oben am Luisenstift kann man auch spielen, wenn man will. Aber so der Park ist, glaube ich, auch noch ein Fußballplatz. Das stimmt, ja. Aber so ein eingezäunter, wo man, wenn man einen Ball verschießt, nicht so weit rennen muss. Gibt's nicht. Den gibt es tatsächlich nicht. Na, das wäre halt so die Frage, ist denn auf der Köditzer Straße der Platz dafür möglich? Würde man dort spielen, wenn dort ein ordentlicher Platz wäre? Oder ist das zu weit weg? Weil ich das eigentlich nicht glaube. Warte, ich möchte gerne nochmal lesen. Es fehlen einfach überall eine Anne, die einen den Besen in die Hand drückt. Das hat geholfen. Okay, also wir müssen die Anne mitnehmen. Ich fahre durch Radebeul, Anne nehme ich mit Besen. Und dann drücken wir allen den Besen in die Hand. Tatsächlich habe ich wirklich einen Besen im Bus und habe ich immer mal mit. Und da kann ich mal eine Anekdote erzählen. Ich bin ja mal mit Stadtratsmitgliedern durch Radebeul gefahren. Der ein oder andere wird sich erinnern. Da waren wir unter anderem auch im Apothekerpark und da kam ich relativ unangemeldet. Ich habe nur gesagt, dass wir kommen. Und da wurde so gut sauber gemacht, wie noch nie. Das fand ich schon bemerkenswert. Also das Potenzial ist auf jeden Fall da. Der Besen ist da und die Anne nehme ich dann auf jeden Fall auch mit. Da kriegt ihr jetzt Kern gelernt. Ja. Auf jeden Fall. So, wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, ich halte jetzt einfach mal das Mikrofon, Peter. Ich nehme dir das mal kurz ab. Es kommt ja immer ein bisschen zeitverzögert an. Das ist jetzt ein bisschen wie eine Radiosendung. Das finde ich auch nicht so schlecht. Ich geh mal aus dem Weg. Mount Everest, Atmosphäre. Also wie geht das immer bei diesen YouTube-Stars? Schreibt was rein in die Kommentare, auch nachher. Ihr wisst, wir laden die Videos hoch. Es entsteht auch viel Kommunikation erst nachher, wenn sich die Leute die Videos angucken, wenn ich die hochgeladen habe. Und da möchte ich auch Danke sagen, weil da kommt auch ganz viel Lob, dass wir da relativ kreativ sind. Wir sind aber auch kreativ mit euch zusammen. Es entstehen auch gerade viele Ideen, die nächsten Sendungen füllen sollen. Und wenn ihr, da seid ihr weiterhin aufgefordert, Ideen habt, welche Themen wir hier behandeln sollten, dann schreibt die in die Kommentare. Hier unser YouTube-Star. Heute sind wir zum ersten Mal draußen gewesen, zum ersten Mal live gewesen. Und ich denke, in diesem Sinne... Hier rein, achso, hier drüben, ja, in dem... Warte mal, wenn ich da rein... Hier ist ja die Kommentare, ne, beziehungsweise auf dem Handy sind die Kommentare da. Scheißegal. Ja. Alles klar. Also, es bleibt dabei, wir sind Jugendarbeiter, das werden wir die nächsten Jahre noch bleiben. Wir sind Lobbyisten für euch, wir setzen uns für euch ein. Und in dem Sinne, heute live von der Spitzhaustreppe. Mir wurde eigentlich nie kalt. Das erste Mal live draußen. Das erste Mal live draußen. Technisch hat es eigentlich auch ganz gut geklappt, absolut, muss man noch sagen. Das immer. Ist schon top. Alles klar, in diesem Sinne. Nee, drückst du drauf, Robert? Ich drück drauf. Nee, das kann... Das kannst du machen. Oder warte. Ich komm ins Bild. Also, macht's gut. Ciao. Bis nächsten Mittwoch.